So Leute, wir sind back in business bei Darksiders Nemesis. Es geht weiter. So, wir gehen jetzt in den Bosskampf gegen den erste Vorsteher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Bist du Sana, Elsmann? Ja, Mann, du bist ein kleiner Bisser. Wirklich, ich bin Fluss, kleiner Bisser. Das richte ich ihn gerne aus. Zeit, dich zu zerhalten. Wollt auch nicht gerne bleiben. Überall diese roten Fässer. Nice. Was habe ich gerade? Erledigen Vorsteher. Hm. Komme ich denn an ihn ran? Okay, das ist doch ein Rätsel, was hier. Hat ja keinen Sinn, jedes Mal gegen seine Gegner hier zu kämpfen. Das kann ja eh so weitergehen. Vor allem ist das hier gesperrt, warum? Er ist da! Noch ein bisschen. Okay, machen wir das so. Da kommen die, gib auf. Du hättest nicht gegen uns kämpfen sollen. Du bist ein Nichts. Verdammt, War! Hast du es immer noch drauf? Guck mal, wir können sogar springen in der Chaosgestalt. Wow, du hast es immer noch drauf. Du bist ein Nichts. Natürlich gehen wir erst, wenn wir die ganzen anderen Sachen noch eingesammelt haben, ist ja klar. Weil hier ist noch eine Kiste irgendwo und eine Fährmannsmünze. Zwei Kugeln. Drei sogar. So, die Seelchen haben wir. Das ist besiegt. Der Trickschlüssel fehlt noch und dann haben wir alles. Nach oben, nicht zur Seite. Als Steuerung manchmal. Okay, wenn ich auf die Liste gucke, haben wir alles eingesammelt. Bis für eine epische Truhe, aber das ist nicht so schlimm. Weil wir noch so ein Zeichen nicht aktiviert haben. Ich erinnere mich. Hier ist aber nichts mehr. Nämlich diese Truhe, die wir da oben rechts sehen, aber hier müssen wir irgendwie noch so ein anderes Zeichen aktivieren, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Zornstein vergessen. Oh no! Wir sind jetzt kurz davor, das Level zu beenden. Jetzt nochmal zurückzugehen.
Hier habe ich ja alles geholt, das heißt, ich kann rein theoretisch auch sagen, ich sammle das ein. Offscreen und kümmere mich dann. Hier ist auch noch irgendwie. Achso, das war ein Boss, ja. Sammle den Zornstein noch ein und die Kiste. Ja, komm. Wir beenden das Level hier. Den Rest hole ich offscreen. Damit wir heute in der Folge noch ein bisschen was vom nächsten Level sehen. Oder vielleicht beenden wir das Spiel auch schon. Ich weiß es nicht, was jetzt noch kommt. Ihr seid zurück. Ich muss sagen, der... Er hat dich Pisser genannt, der Vorsteher. War wirklich nicht beeindruckt, solltest du wissen. Was hast du gesagt? Ich habe dem Vorsteher versprochen, dir seine Worte auszurichten, bevor wir ihm die Gedärme herausgerissen haben. Egal, du wolltest was sagen? Vorsicht mit deinen Scherzen, Kleiner. Wenn unser Handel abgeschlossen ist, steht ihr entweder in meiner Gunst oder nicht. Letzteres wäre unratsam. Wenn man bedenkt, wie wir Molochs kostbare Abbaustätte für dich zugerichtet haben, sollten wir lieber verdammt tief in deiner Gunst stehen. Moloch wird sich nur schwer erholen, das ist wahr. Aber er ist noch am Leben. Wir müssen ihn erledigen. Du sagtest, er sei so gut wie unbezwingbar. Ist dem nicht noch immer so? Luzifers Geschenk an Moloch. Ich konnte es bei unserem Kampf spüren. Etwas verlieh ihm grenzenlose Stärke. Unmögliche Regeneration. Das kann nur ein Blutmantel sein. Das sind Relikte grauer Vorzeit. Wie könnte jemand, selbst Luzifer, einen fertigen? Und wieso würde er ihn Moloch geben? Luzifers Verstand zu ergründen, bedeutet, den Wahnsinn zu ergründen. Wie dem auch sei, Moloch besitzt einen. Und den müssen wir vernichten, bevor wir endlich zuschlagen können. Seine Waffenkammer ist der einzig logische Ort für ein so bedeutendes Artefakt. Und da seine Verstärkung gestört ist. Auch hier, gern geschehen. Kann er sie nicht schützen? Ihr müsst also rasch handeln. Gut, und dann können wir diese aufgeblasene Sackratte endlich töten? Natürlich. Das klingt so erfreulich. Vielleicht wohne ich dem Kampf selbst bei. Oh, welche Ehre. Wieso bloß beiwohnen? Willst du nicht selbst ein paar Treffer landen? Die Gründe, wieso ich nicht mitmische, gehen dich nichts an. Und praktischerweise hat der Rat ja euch die Aufgabe zugedacht, Luzifer auszuschalten. Nicht wahr? Das stimmt. Euch bleibt also keine große Wahl. Was wir tun, tun wir für das Gleichgewicht, nicht für dich. Du kannst es verdrehen, wie du willst. Wie Luzifers Verstand ergründet ihr auch meinen lieben Nicht-Reiter. Viel Spaß mit eurer neuen Aufgabe. Ja. Warum sagt man mein Gefühl, dass Samuel der letzte Boss ist? Und dass Luzifer einfach nur getötet wird von ihm? Hat der nichts Neues im Angebot? Scheint wohl so. Es ist doch nur Geld. Es ist doch nur Geld. Das sollte ich meinem Chef auch mal sagen. So nur Geld. Viele tolle Dinge für so wenige Seelen. So, einfach mal die ganzen Kreaturenkerne kaufen. So, für mehr reicht's nicht. So viele Seelen, so wenige Waren.
tötet viele. Das nützt uns allen. So. Weiter geht es mit Kapitel 15, Kriegsmaschine. Die Ratter betreten den schwarzen Stein durch einen geheimen Eingang. Moloch muss aufgehalten zum Wohle des Gleichgewichts. Unterirdisch umkriechen wir Ratten. Ein Frontalangriff ist mir lieber. Da wette ich. Keine Sorge, ich habe das Gefühl, hier gibt es jede Menge Dämonen zu töten. Naja, die gibt es durchaus. So eine Seelentruhe. Wir brauchen eine Bombe für, aber hier ist ein Portal. Wir haben kein Gegenstück. Könnte das Gegenstück denn nur sein? Hier vielleicht? Ja. Ja, was bringt mir das, mich hier hoch zu boostern? Bombe ist da unten. Ja, ich brauche das andere Portal. Ich habe das untere geöffnet. Okay, ich verstehe nun. Was war denn das? Ich dachte, ich hätte getroffen. Jetzt aber. Genau, so wie ich es mir gedacht habe. Ich muss mich mit dem Portal darüber boostern auf die andere Seite. Aber wie mache ich das mit dem Portal da unten, frage ich mich gerade. Weil da unten ist ja auch ein Stein zum Zerstören, dafür brauche ich eine Bombe. Ich muss auf jeden Fall unten das öffnen, definitiv. Also muss ich nochmal zurück. Da. Okay. So.
Okay, das heißt, das untere Portal ist noch offen. Das ist schon mal richtig gut. Jetzt muss ich nur noch mal nach unten zurück und dann haben wir es. Jetzt kann ich mir die Bombe nämlich hier rausfischen. Kriege ich die Bombe da nicht raus? Geht doch. Nein. Jetzt machen wir das komplett safe. So. Das wollte ich. Voller Gesundheitsstand des Schurken. Mehr Lebensenergie. Ich denke mal, die werden wir auch brauchen gegen Ende. So. Was ich jetzt brauche, ist ein Portal. Hier. Und dann noch ein Portal hier. Perfekt. Stimmt, ich habe ja die Karte nicht. Ich vergesse es die ganze Zeit, dass man ja automatisch keine Karte am Anfang hat und die erst finden muss. Ah. Überraschung, ihr Torte. Zu wem sagt er das? Das sind doch gar keine Gegner. Das ist auch gerade echt tötungslustig. Warum habe ich immer diesen Schuss? Wird dann irgendwie immer automatisch gewählt. Aber er sagt denn, dass ich das möchte. Unsere Gegner schwer treffen, wenn wir sie lahmlegen. Das lasse ich mich nicht zweimal bitten. Das war knapp. So, was habe ich denn jetzt als Quest bekommen? Finde das Phylakteriumsgewölbe. Zerstöre alle Vorratslager von Moloch. Okay. Die Firmasmünzen habe ich eingesammelt. Das wäre erledigt. Müssen wir eine Ebene weiter nach unten. Sie wissen offenbar, dass wir hier sind. Sollen Sie kommen? Thank you.
Da oben habe ich noch was gesehen. So aus dem Augenwinkel. Da oben ist noch ein Gesundheitsstein. Wie komme ich denn da ran? Ich muss dann weiter oben, glaube ich, gehen. Kann ich noch irgendwie nach oben? Hier rüber wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Kletterei. Jetzt bin ich neben noch weiter oben. Komm ich so zu dem Gesundheitsschein? Au. Wirst mal auch in ihre Reiche. Zugegeben, ihr Enthusiasmus gefällt. Das erklärt aber immer noch nicht, wie ich an diesen ollen Gesundheitsstein rankomme. Okay, jetzt habe ich etwas geöffnet. Wo denn? Weiter oben? Weiter unten? Lucifer und sind endlich fertig. Wie es auch ausgeht, Moloch wird in seine Schranken verwiesen. Kein Dämon sollte solche Macht erlangen. Tja, wir hatten Hochs und Tiefs, haben ausgeteilt, hatten mit mächtigen Artefakten, Totenbeschwörung, bösen Dämonen zu tun, aber das hat Spaß gemacht. Ich schätze, das hat es. War das ein Lächeln? Ich hab's gesehen, War. Das muss ich weiter sagen. Ich habe mir nur vorgestellt, Moloch den Schädel zu spalten. Missversteh das nicht. Klar, ganz wie du meinst. Aber natürlich habe ich das. Ein Trickschlüssel. Okay. Also für das Gespräch und den Trickschlüssel war diese Plattform hier, aber ansonsten muss ich, glaube ich, wieder nach oben. Kommt man über dieses Ding hier nach oben an der Seite? Ich glaube aber nicht. Also, irgendwie ist das schon alles recht seltsam. Ach was. Einfach mal die Fässer zerstört und der Gegner ist down. Aber seine Lebensanzeige wird noch angezeigt. Ist ja sehr lustig. Ich seh doch da was.
wie komme ich denn jetzt nach oben? Ich kann das Ding sehen, aber wie komme ich da dran? Ach du Scheiße, dass das mir abzieht. Okay, sonst sollte ich wohl nicht scherzen mit diesem Ding. Aber wie komme ich da dran? Das muss doch irgendwie gehen, ne? Ich hab eine Idee. Nee, es klappt nicht. Hier ist ein weiterer Balken. Kämpft ihr Narren. Das ist super geil. Ich einfach abgehauen bin. Wir werden euch zerfleischen. Hey, wo wollt ihr hin? Moin. Super Multikill. So, ich glaube, das war's mit den Gegnern. So, zerstören wir erstmal. Ah, Eier, jetzt zerstören wir das erstmal. Gut, jetzt müssen wir nämlich auf Krieg wechseln und dann. Bam. Ah, hier ist nicht die Karte. Aber die ist. Hä? Die ist über mir, aber wie komme ich denn da hin? Dieser Levelaufbau macht mich manchmal echt kirre. Was war das? Ach, da war eine Explosionsfass, das habe ich gar nicht gesehen. Hörst du es? Die Erregung des Kampfes. Wieso musst du es so seltsam ausdrücken? Ich verstehe nicht, wie ich an die Karte kommen soll und an alles weitere auch. Nicht nochmal zurück? Ich glaube nicht. Vielleicht hat die Levelführung hier oder die Levelarchitektur hier irgendwie einen Sinn.
Voll frech, dass ich von allem zurückgenockt werde. Ich möchte das nicht. Doof, dass die halt überall ihre Fässer rumstehen haben. So, für mich ist es halt nur, dass dort meistens dann auch noch Munition und andere Güter drin sind. Wo ist das denn jetzt? Unter mir? Es geht halt echt tief, also es geht mehr in die Vertikale. Oh nein, sie haben die Brücke hochgezogen. Was soll ich da nur tun? Frage ich mich. Ein Achievement gekriegt. Ah. Die Kriegsmaschine. Mal gerade gucken, was ich hier an Quests abgeschlossen habe. Das ist eine Menge. Okay, 2. Oh nein, ich will nicht runterfallen. Voll doof. Bin ich denn jetzt? So. Ihr da drüben seid ja auch noch da. Hä? Ist es... It's that Kampf again? Weil ich runtergefallen bin, oder? Es waren doch noch ein paar mehr Gegner. Kämpfe weiter. Wer nötig ertränkt, ist der Moloch in einem Meer aus Blut. Blut. Wo hast du gesteckt? Jetzt hat er die richtig geilen Sprüche raus. Und Spy findet das auch noch gut. Er war doch am Anfang so der Pragmatische und jetzt hat er mega Blut geleckt, glaube ich. Es ist zu, aber warum? Aha, guck mal. Was haben wir denn da? Was passiert denn hier?
Was ist denn da jetzt passiert, wenn ich das aktiviere? Verstehst nicht. Ach, vielleicht das hier. Höchstwahrscheinlich, ja. Kompletter Zornkern, jawohl, ja. Ja, das war dafür gedacht. Okay. Wusste zwar nicht ganz genau, wo ich jetzt hier gelandet bin, aber hey, haben wir geschafft. I'm on fire. Hier ist eine Tricktür auch noch. Guck mal, das ist alles ganz ohne Karte. Wer sagt's denn? Karte brauche ich nicht. Schaffe ich auch ohne. Was gibt's hier denn? Eine weitere Tür? Sehe ich das richtig? What? Sind wir denn der Leere? Wieso denn das? Ich das Ding nochmal. Ja. Looks like. Das hat aber nicht so gut geklappt. Muss wahrscheinlich wieder so eine Art Kettenreaktion auslösen. Nehme ich mal stark an. Ich weiß gar nicht, wie viele Kugeln ich platzieren kann, bis es dann irgendwann aufhört. Weil eine weitere Fackel sehe ich ja hier nicht. Es ist nur die hier auf der linken Seite. Ausreicht. Bouncing-Effekt, der muss halt stimmen. Vielleicht brauche ich noch eine weitere. Das haut halt nicht hin. Muss wahrscheinlich echt wieder so eine Art Straße bauen, wenn man so will. Weiß halt nicht, ob die Explosion sich halt weiter überträgt. Könnte gut sein.
Ja, zur Sicherheit. Mehr so hier hin. Dann hole ich mir noch einen. Den machen wir mal irgendwie so hier. Alles angewählt. Das hätte doch klappen müssen. Komm. Ah. Jetzt klappt es natürlich nicht. Ich komme schon, wie tut der Daumen langsam weh. Es will nicht. Was tun? Okay, da werde ich noch eine Idee verfolgen, mich einen hier hin zu klatschen. Vielleicht funktioniert das ja. Das heißt, die Explosion wird von der Seite aus nicht beeinflusst. Warum muss das vielleicht so ein kompletter Weg hier rum sein? Ist das wahrscheinlich... ist das der Weg? Das ist der Weg. Auf die Kettenreaktion bin ich jetzt mal gespannt, ob das klappt. Natürlich nicht. Grabt sich direkt den, der am nächsten ist. Über den hier. Okay, jetzt komm, ey. Okay, das hat nicht geklappt. Die müssen noch mehr zusammen anscheinend. Daher mal überlegen, passt das so? Sollen hier noch mehr hin vielleicht? Ich weiß es nicht. Also anscheinend gibt es hier irgendwie kein Limit, so viele. Also anscheinend gibt es kein Limit, wie viele ich werfen kann. Ey, weil ich verdammt nochmal nicht einen Doppelsprung machen kann, falle ich hier die ganze Zeit in diese räudige Grube. Okay. Wisst ihr was? Ich mache das auf Screen. Wir sind jetzt schon bei 45 Minuten, deswegen sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Dark Souls Genesis. In der nächsten Folge geht es dann hier direkt weiter. Dann werden wir das Ganze jetzt hier beenden. Da das Spiel nicht zwischenspeichert, wollte eigentlich heute mal ein bisschen Schluss machen. So langsam Schluss machen, wollte ich sagen. Aber wir ziehen es noch durch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.